Hallo Freunde der Nacht, willkommen zurück bei Dark Souls. Im letzten Video sind wir hier bei der großen Leere gelandet, dem Inneren des großen Baumes unten in der Schandstadt. Jetzt haben wir ein kleines Problem, nämlich einen riesigen Weg nach unten. Und die erste Sache, die ich machen will, ist quasi in die Tiefe fallen. Ich hoffe, ich habe noch im Gedächtnis, wie der Sprung geht, aber ich denke, hier war's. Bitte lass mich nicht sterben. Ja, geschafft und überlebt. Hier befindet sich nämlich der Clothantri-Ring. Ein weiterer großartiger Ring. Wo haben wir ihn? Clothantri-Ring. Clothantri-Ring. Der Ursprung dieses uralten Ringes mit der Applikation eines großen grünen, einer großen grünen Blüte ist unbekannt. Der beschleunigt die Erholung der Ausfall. Wir sind also wieder in einer Gegend. Wieder in einer Gegend, die jede Menge Althergebrachtes hat. Das heißt, diese Gegend existierte schon lange vor Lordran. Punkt 1, Heimkehrknochen. Wir sind hier nicht sicher. Wir gehen hier wieder nach oben. Und der Clothantri-Ring lohnt sich nicht. Wir haben bereits zwei Items, die Ausdauer wiederherstellen. Harvest-Ring passt. Wir müssen aber Zauber nur einstimmen. Und zwar brauchen wir definitiv... wo ist es denn? Sturzkontrolle. Einfach nur just because. Wir werden sowieso sehr oft drauf gehen. Da muss man es nicht gleich provozieren. Ihr hört ihn irgendwo, hier ist wieder eine Kristallechse und eine ist schon weg. Also die spawnen hier random. Es gibt wahrscheinlich, ich glaube, 10 oder 11 Kristallechsen gibt es hier. Die alle, das immer 3 oder 4 spawnen zufällig und wenn man die erwischt, hat man Glück. Dann muss man das Spiel neu laden und es geht weiter. Da unten seht ihr zum Beispiel, wollte ich gerade sagen, da seht ihr eine, aber das ist nicht. Aber da seht ihr die Gegner im Spiel. Oh, cool. Wie komme ich denn dahin? Das ist ja ein interessantes Gebiet. Von hier nicht. Ich glaube, da bleibt mir nichts anderes übrig als... Drückt mir die Daumen. Nein. Ich nehme den Falkenring. Das muss, ist es mir wert. Vielleicht treffe ich die auf einen Schlag. Leider habe ich auch keine starken... Leider habe ich auch keine starken Pfeil und Bogen. Aber komm. Na komm. Kann doch nicht wahr sein. 43, lächerlich. Okay, einer ist weg. Danke. Hallo? Ja, danke. Ja. Und der zweite ist weg. Große Scherben, sehr schön. Okay. Grauer Brocken wäre zwar auch toll, aber... Naja. So, dann hätten wir die zwei. Ach, lassen wir mal den Falkenring sicherheitshalber an. Ich habe nämlich da unten noch was gesehen. Unsere normalen Gegner. Da stehen 3 Stück. Schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Ihr hört das überall glitzern. Ups. Na, so weit komme ich nicht runter. Kannst vergessen. Die müssen wir so annehmen. Hoffentlich werden wir nicht verflucht. Wobei, wenn ja, ist es mir auch egal. Ich habe ein paar Läuterungssteine. Gehen wir weiter nach unten. So, da unten war ein Gegenstand. Also es sind überall jede Menge lustige, kleine, versteckte Gegenstände. Hier ist einer... Also man muss schon öfter hier durchgehen. Aber ich denke, wenn, dann werde ich das offscreen machen. Weil wir quasi den größten Teil des Spiels bereits hinter uns gebracht haben. Jetzt wäre ich beinahe gestolpert. Ach, da waren wir. Ach, unter uns sind sie. Ich wollte eigentlich da dran, aber naja. Kommen wohl die hier zuerst. Hallo, ihr Fluchfrösche, ich habe euch vermisst. Ihr seht es. Das sind die gleichen, die wir schon in der Tiefe gesehen haben. Allerdings ein bisschen stärker, also sie verfluchen eher. Ist ja auch klar, man sollte sie auch erst sehr viel später treffen. Schwupp. So, und die lassen lustige Dinge fallen. Augen des Todes, die wir bei Nito gebraucht hatten. Ich frage mich, was die hier alle fallen. Also ich glaube, das sind alles bloß Seelen von irgendwelchen Kriegern. Ihr könnt mich natürlich berichtigen.
Wobei ich fast schon glaube, dass ich das Spiel durchgespielt habe, bis ich das hier hochlade. Aber man weiß es ja nicht. So, hier wäre so ein erster Fall für Sturzkontrolle. Wie gesagt, wenn wir einmal falsch fallen, stürzen wir in das Tod. Ah, eine weitere. Weil ich schade finde, dass wir nicht noch erhöhte Drop-Chance haben. Nein, sie bewegt... Nein! Ich dachte, sie bewegt sich. Na gut. Das war nichts. Echt scheiße. Oh, Mist. Da gab es eine Leiter nach unten. Ich Depp. Okay. Wohin als nächstes? Hier vielleicht? Langsam bin ich verwirrt. Da hinten ist zum Beispiel was. Da könnten wir drauf. Wenn wir nicht in die Tiefe fallen. Nehmen wir zur Sicherheit mal Sturzkontrolle. Vielleicht rettet es uns ja den Arsch. Ah, Sturzkontrolle. Ach, jetzt ist sie wieder weg. Also in dem Moment, wo man fällt, ist sie weg. Weißer Brocken, danke dafür. Offenbar haben die nicht nur Seelen. Muss ich doch noch nach oben. So. Schwupp. Ah, Sturzkontrolle. Macht sich zum Glück immer mit einem Geräusch bemerkbar. Und schwupp. Jetzt hätten wir es doch langsam, oder? Da ist noch was. Also jede Menge Gegenstände. Blauer Brocken, ja doch, ich glaube, das war das. Oh, das war knapp. Immer noch Sturzkontrolle aktiv, ne? Ihr hört sie, irgendwo sind noch Frösche. Okay, weiter können wir nicht mehr. Dann ist wohl jetzt hier das Ende der Fahnenstange erreicht und ein weiterer Fall für Sturzkontrolle. In der Hoffnung, dass wir da irgendwie richtig ankommen. Ah, hallo? Nein, Mist. Einer weg. Es sind nämlich hier noch mehrere, die rumlaufen. Man muss sie nur finden. Das war keine Absicht. Aber in Ordnung. Wir haben es überlebt. Das ist schon mal ein Vorteil. Ist besser als geplant. Hier ging es wieder nach oben. Eine Soldatenseele. Oh, da hinten eiert noch was. Ach, ein Auge des Todes. Ja, für ein New Game Plus Plus nehmen wir es mal mit. Aber eigentlich ist es sinnlos. Oder vielleicht können wir sein Fremd verfüttern. Wer weiß, wie viele Seelen die geben. Ja, es ist noch lange nicht vorbei. Da jede Menge Zeug, das hier rumliegt. Also, man kann sich hier schon sehr spielen. Und Gegenstände einsammeln. Zum Beispiel gibt es ja auch diese Kristallechsen, haben auch eine gewisse Chance, graue Brocken runterzuwerfen. Jetzt kommen wir allerdings an ein paar Gegner, mit denen ich mich nicht so gerne rumschlag. Dafür haben sie zu viel Wumms. Ja, die jetzt nicht, aber die großen Brüder, ihr kennt sie ja noch. Das ist aber auch ein, also das ist so ein Hinweis dafür, dass diese Gegend, in der wir sind, uralt ist, wenn hier diese Pilzwesen existieren. Da will ich hin. Irgendwie kommt man da sicher hin. Schauen wir mal. Schwupp. Was gibt's? Oh, super, graue Brocken. Ich liebe graue Brocken. Ich bin ein grauer Brocken-Fan. So, der nächste. Ah, der nächste, der große kommt schon. Wenn so ein Pilz stirbt, ist das wohl immer so ein Anzeichen dafür. Achtung, komm bitte, hilf mir. Da. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es zwei oder drei sind, aber es sind auf jeden Fall zu viele für mich. Ich meine, wenn ihr euch das anseht, was hier für Viecher rumeiern. Ich
Ich bin im Eck. Ich komme hier nicht mehr raus. Okay. Jetzt, ich bin hier tatsächlich im Eck. Ich glitsche. Ah, Gott sei Dank. Okay, und da ist der nächste große. Zwei große. Ich schaue, ob ich sie aufnehme, ob ich sie, ne? So, einer weg. Und dass es nur 1000 Seelen gibt, liegt es nicht daran, dass es sehr starke Gegner sind. Also eben nicht. Aber das ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass sie vor der dunklen Seele existiert haben und deswegen nicht viele Seelen angesammelt haben. Das heißt, das sind Wesen, die ganz ohne Menschlichkeit und Seelen existieren. So, und dann kommen wir durch einen Nebel in ein weiteres Gebiet am Ende. Der Aschesee. Erinnert ihr euch dieses Gebiet? Hier wurden die Drachen bekämpft. Zu Beginn des Zeitalters des Feuers. Hier wurden die Drachen vernichtet. Seht mit dieser epischen Musik, dieser gewaltigen Musik, lauter riesige Bäume, die hier rumstehen. Und eine Hydra. Eine weitere Verbindung. Dieses Viech ist nicht menschlich. Wir gehen aber jetzt erstmal dahin, denn die Hydra könnte uns sehr, sehr wohl töten. Das ist nämlich eine stärkere Variante. Ja, es gibt eine noch stärkere Variante. Schwupp. So, Waffen verstärken. Wir haben zum Beispiel das Uchi-Katana, können wir auf plus 14. Und wir können es durch die graue Scholle, die wir haben, auf plus 15 bringen. Das mache ich jetzt gleich. So. Okay. Wir haben jetzt ein Uchi-Katana plus 15. Die Hellebarde macht 367 plus 146, irgendwas mit 400, 515 oder so. Das Uchi macht 200, 400, ungefähr 430. Also, schauen wir mal nach. 420. Macht so 420 als Standard. Aber eben extrem schnell. Und die Hellebarde, ups, macht 482. Mehr, aber eben sehr viel langsamer. Gegen große Gegner vorteilhaft. Oder gegen einzelne Gegner am Anfang des Spiels nicht mehr. Plus Blutungsschaden ist natürlich auch toll. So, schauen wir mal, ob wir uns gegen die wehren können. Wenn nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir brauchen irgendwas mit Magieverteidigung eigentlich, ein Schild. Komm mal her. Nicht schießen, bitte. Sondern dich so, sondern so herkommen. Ach du Heilige, ich brauche ein anderes Schild. Wupp. Treffe ich irgendwas? Ja. Ein Kopf weg. Okay, ich treffe zumindest was, auch wenn es ein bisschen verwirrend ist gerade. Na, wann die... Ich weiß nicht, wann sie angreift. Ich kann es nicht einschätzen. Oh. Das war gemein von dir. Mist, kein Treffer. Das ist der Nachteil, wenn man so eine langsame Waffe hat, ne? Ich brauche ein Schild mit mehr Verteidigung. Warum treffe ich nichts? Oh, ärgerlich. So, ist mir... Ja, ist okay. Oh, Glück gehabt. Warum treffe ich nichts? Das ist jetzt gerade echt verwirrend. Ich treffe echt nichts. Wobei, ich glaube, ich habe gerade Schaden zugefügt. So, einmal bitte noch angreifen. Okay, wieder einer weg. So, der nächste ist hier, den ich nicht treffe. Okay, einen Treffer. Ich treffe den nicht, keine Ahnung. Das ist sehr ärgerlich.
Vielleicht sollte ich Magie anwenden. Scheint irgendwie sinnvoller zu sein. Na, endlich mal. Wie viel haben wir denn noch? Ein, zwei, oh. Mehr ist genug. Hallo? Ein Treffer? Ah, ich glaube, wir haben sie eh bald. Ist sie tot? Ja, sie ist tot. Ach komm, die paar Seelen, die sie gibt, da muss ich nicht drum rumscheißern. Danke für den Drachenschein und 10.000 Seelen. Und da hinten hatte ich doch was gesehen. Exakt. Übrigens, diese Hydra hier ist nicht so fest, wie man sie im Finsterwurzbecken kennt. Ihr müsst mal bei Seppo Place vorbeischauen. Der hat gegen sie gekämpft und das wunderschönste Bild davon gefunden, wie sie von einer Seite zur anderen Seite nach hinten wandert. Wenn ihr denkt, man kann einfach vor ihr flüchten, vergesst es. So, was haben wir hier? Einen Drachenstein. Danke dafür. So, 31.000 Seelen ist ja immer noch relativ wenig. Und ihr seht, es hat schon gute Gründe, warum hier, überall Drachensteine herumlungern. Drachensteine in einer Gegend, wo früher sehr viele Drachen gehaust haben. Das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Jetzt ballern wir wieder mal nicht Menschlichkeiten raus, sondern Seelen. Ein paar Ritterseelen. Damit wir nochmal aufsteigen können. Ich glaube, so ungefähr 50.000 müssen wir zusammenkriegen. Da meldet sich mein Hals. So, zack. Und zack. Wow. Also ein schönes Gebiet. So, wir teleportieren uns nirgendwo hin. Wir steigen auf. Mehr Konstitution, ey. Seht, also es ist ein bisschen lächerlich, dass wir eben mit 14 Vitalität rum, mit 12 Vitalität rumeiern. Trickreiche Gegend hier. So, dann schauen wir uns den nächsten an. Hier ist wieder ein großer Baum, der vielleicht leer ist. Wer weiß. So, was haben wir hier? Einen weiteren Drachenstein. Lauter Menschen, wohlgemerkt, die Drachensteine bei sich tragen. Das ist also irgendwie wohl eine Verbindung. Wow, jetzt kommt. Schwupp. Das Gebiet wirkt auch sehr leergefegt. Ich glaube nicht, dass... Also Seen waren nicht da zu sehen, oder? In dem Einstiegsgebiet. Schaut mal. Erinnert ihr euch an die? Ich hoffe, die lassen jetzt Funkeltitanit fallen. Ach, wisst ihr was? Wir müssen gar nicht fast rollen. Das machen wir wirklich so. Ich hoffe, ihr gebt mir jede Menge Funkeltitanit. Sonst hau ich euch. Ach, ich hau euch so und so. Die sind stärker als in... als bei... dem guten Seath. Was haben wir hier? Ein Funkeltitanit. Super. Aber sie geben halt nur 200 Seelen und nicht 1000. Fragt mich nicht, warum... warum FromSoft sich das so gedacht hat. Ist mir auch eigentlich egal. Aber es wirkt komisch. Ach, vielleicht, weil die Krabben bei Seath etwa von ihm verpestet wurden und bereits kristallisiert waren. Und wie gesagt, Kristall, Seelen und Menschlichkeit steht ja alles irgendwie im Zusammenhang. So, da unten. Doch, da unten gibt's was. Oh Gott, da schauen wir mal, ob ich da hinkomme. Eine weitere Leiche, die hat was? Natürlich noch ein Drachenstein. Also der Hauptgrund, warum ich das Gebiet erst gegen Ende des Spiels immer anschaue, ist diese lustige Hydra, weil ich die gerne am Anfang besiege, dann habe ich sie nicht mehr hier, die mich dann eiert sie mir hier nicht mehr am Arsch rum. Naja. So, was haben wir jetzt? Ein Gebiet, also da habe ich, da gibt es einen Zauber da drin. Ah, das... nehme ich nicht so weit. Ich nehme nicht so viel vorweg. Ihr seht, hier ist ein Eingang.
Und diesen Eingang schauen wir uns im nächsten Video an. Bis dann, Leute. Bis dann.